Hallo, ich bin der Jürgen, Baujahr 1958. Das ist unser Wohnmobil, Baujahr 1993. Und das ist unser Kühlschrank, Baujahr 2004. Und obwohl er der Jüngste von uns dreien ist, hat er nicht immer Lust, richtig zu arbeiten. Besonders wenn es warm ist, wie alle seine Schwestern und Brüder aus dem Hause Absorber. Dafür hat er aber auch andere Vorteile. Wenn er denn mal arbeitet, dann tut er das völlig geräuschlos und er kann das mit zwei Energiearten, mit Gas und mit Strom. Und das ist auch der Grund, warum wir ihn nicht einfach austauschen gegen einer seiner neumodischen Genossen, den Kompressorkühlschrank. Der arbeitet nämlich nur mit Strom und ist auch nicht geräuschlos, tut aber dafür seine Arbeit fast perfekt, auch bei hohen Temperaturen. Also, warum nicht die Vorteile aus beiden Welten miteinander kombinieren, die hohe Kühlleistung des Kompressorkühlschrankes mit der Geräuschlosigkeit und Energievielfalt des Absorberkühlschrankes. Ein Hybrid sozusagen, und genau das habe ich mir gebaut. Los geht's, bleibt dran! OMW, watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you, good at what I do. Ja, und mit dieser Filmsequenz zum sogenannten Verdampfer, einschließlich seiner Anschlusskupplungen, endet auch das Unboxing für die benötigten Teile zum Selbstbau eines Kompressorkühlschrankes. Der hier gezeigte Set ist aus dem Marinebootsbereich. Dort ist wegen der Rumpfformen vielfach der Einbau eines Standardkühlschrankes nur sehr schwer möglich und der Eigenbau angesagt. Der Selbstbausatz besteht aus einem Kompressor 12 oder 24 Volt mit Ventilator, einem Regler und Thermostat, einer Halterung für den Kompressor und dem Verdampfer bzw. die Kühleinheit. Der Kompressor und Verdampfer ist bereits mit Kühlmittel bzw. flüssigem Gas vorgefüllt und werden nach dem Einbau miteinander durch das Kupplungssystem verbunden, jederzeit wieder gas- und verlustfrei voneinander trennbar. Etwas mehr als 500 Euro kostet der Bausatz. Da wird jetzt so manch einer sagen, dafür hätte man sich auch eine Kompressor-Kühlbox kaufen können. Aber nicht die Box, die wir uns aufgrund der passenden äußeren Abmessungen ausgesucht hatten. Gleiches gilt für den alternativen Kompressor-Kühlschrank. Bei 525 mm Einbaubreite gibt es nur zwei oder drei passende Modelle. Hier zum Beispiel der Intel Groß, der dann im eingebauten Zustand so aussehen würde, mit einer großen schwarzen Fronttür, nicht dekorfähig, sieht noch nicht mal so schlecht aus, aber weit weg vom Originaldesign. Drehen wir uns noch mal ein wenig weiter in unser Wohnzimmer hinein, nur dort hätten wir eine Kompressorkühlbox unterbringen können, auf der rechten Sitzbank. Die Kiste simuliert die ungefähre Größe, das wäre gar nicht gegangen und sieht auch nicht besonders schön aus. Für den Einbau der Kompressoreinheit muss der Kühlschrank ausgebaut werden. Das ist eigentlich bei allen handelsüblichen Kühlschränken gleich. Das ist meist an der Seite zum Beispiel. Wie so ein Kühlschrank ausgebaut wird, das haben wir schon mehrmals gezeigt. Unter anderem auch in diesem Film hier, ist keine schwierige Sache. 4 Innenschrauben, Gasleitung und elektrische Anschlüsse lösen und dann kann man den Kühlschrank nach innen herausziehen. Den ausgebauten Kühlschrank schauen wir uns dann auch gleich einmal von hinten an, denn wir müssen an geeigneter Stelle zwischen den Kühlschlangen des Absorbers in Verbindung mit den Gegebenheiten des Innenraums ein 35 mm Loch bohren. Mit Hilfe eines Schraubenziehers habe ich da so ein bisschen Probe gebohrt, um zu schauen, ob ich wirklich in richtiger Höhe innen herauskomme, an allen Ecken und Kanten vorbei. Das hat schon mal geklappt. Weiter geht's mit der Bohrmaschine. Und da muss man ein bisschen brutal vorgehen, ohne Angst haben, was kaputt zu machen. Von daher die entsprechende Musik dazu. Das Loch habe ich dann noch zu einem Schlitz erweitert, um dort den Verdampfer einstecken zu können, denn der war ein wenig zu groß. Bei einer einfachen Befestigung mit einem Winkel hätte die vordere Kante des Verdampfers über die Kante der Aufbewahrungsgitter hervorgestanden, was nicht so günstig gewesen wäre.
Mit einer Gewindestange, die wir in eine Kantenschutzleiste reinstecken können, befestigen wir den Verdampfer im vorderen Bereich. Dazu bohren wir in entsprechender Höhe rechts und links zwei Löcher bis zur Außenwand des Kühlschranks durch, stecken die Kantenschutzleiste auf den Verdampfer auf und führen dann von der Seite her die Gewindestange auf gesamter Länge durch den Kühlschrank und der Kantenschutzleiste ein. Mit Dichtungsmasse versiegeln wir die Löcher, genauso wie die Fuge hinten im Innenraum zum Verdampfer, schneiden die überflüssigen Gewindestangen ab, ja, und im Prinzip sind wir dann fertig mit dem Einbau des Verdampfers. Noch ein Wort zum Montageort. Natürlich wäre es für die Effizienz viel besser gewesen, den Verdampfer ganz oben anzubringen. Dann hätte ich aber die Original-Kühlrippen kürzen müssen und der Kompressor soll ja auch hier nur bei hohen Temperaturen den Absorberbetrieb unterstützen. So sieht das Ganze von hinten aus. Die 1,8 Meter lange Verdampferleitung für eine entfernte Montage des Kompressors sauber aufgerollt. Für die Temperaturregelung und Kälteeinstellung liegt dem Set ein mechanischer Thermostat mit Fühler bei. Das Gehäuse ist jedoch unverhältnismäßig groß und auch potthässlich, wie ich finde. Ich habe daher den Thermostat ausgebaut, um ihn dann am Kühlschrank direkt an geeigneter Stelle zu platzieren. Also, der Einbau des mechanischen Thermostats ist relativ einfach, nur der ist sehr empfindlich gegen Vibration, besonders wenn man den so wie ich bei der Montage vorschädigt, die Leitung knickt, dann bricht die nämlich irgendwann ab und die Kühleinheit funktioniert nicht mehr, obwohl sie es vorher anschaulos getan hat, wie hier zu sehen ist. Immerhin 6,4 Grad wurden im Nur-Kompressorbetrieb erreicht, Absorber aus bei einer Außentemperatur von 22 Grad. Hilft aber nichts, mein Thermostat war kaputt. Ich habe den daher gegen einen sowieso viel besseren elektrischen Regler ausgetauscht, den man auch selbstständig einstellen kann, bis in den Tiefkühlbereich, entgegengesetzt zu den festen Temperaturgrenzen des mechanischen Thermostats. Bleibt nur noch das Herzstück des Systems übrig, der Kompressor. In einer Stunde Dauerlauf verbraucht er 6 Ampere Strom und der muss so eingebaut werden, dass der Ventilator später noch ausreichend Luft zur Kühlung bekommt, sowie die Anschlusskupplungen und elektrischen Anschlüsse frei zugänglich sind. Dafür liegt dem Set eine Halterung mit Schnellverschlüssen bei, in der die Kompressoreinheit mit einem Klick eingesetzt, aber auch wieder herausgenommen werden kann. Tree up on the hill, and days go by on your windowsill, and you're standing in its shade. Raise your children tall and proud, chase away the lightning clouds until you finally get old and gray. We all fade away. Ja, und da brauchen wir nur noch die Kupplungsstücke des vorgefüllten Kühlkreislaufes miteinander verbinden. Die sind beliebig oft lös und wieder festschraubbar, müssen allerdings mit viel Gefühl oder einem Drehmomentschlüssel, den ich nicht hatte, angezogen werden, um die nicht zu beschädigen. Final schützen wir die Kupplung und natürlich das gesamte Leitungssystem gegen Vibrationen und ab geht's zum Test. Absorbergasbetrieb aus, denn uns interessiert besonders die Frage, wie viel Strom verbraucht das Teil dann jetzt wirklich? Wie lange können wir da ohne Zufuhr von Landstrom freistehen? Wir sind da ganz gut aufgestellt, denn wir haben im Heck eine extra Batterie 100 Ampere nur für die Kühlschrankversorgung, die von einem separaten Solarpanel 160 Watt und Solarregler gespeist wird.
Die Spannung bzw. den Ladezustand kann man an einem Voltmeter ablesen. Und ich kann jetzt schon vorab sagen, dass hier in Deutschland im Winter nach 2 Tagen ohne Zufuhr von Landstrom die Batterie im Kompressorbetrieb leer ist. Da schafft es die Sonne ganz einfach nicht, das Verbrauch über das Solarpanel wieder in die Batterie einzuspeisen. Anders sieht es im Sommer und besonders Süden aus, hier Spanien, 22 Grad haben wir da gerade und da schafft es der Kompressor spielend im Alleingang ohne Absorberhilfe, nur mit Strom aus dem Solarpanel die Temperatur im Kühlschrank auf 5,3 Grad zu halten. Warum das so ist, zeigt jetzt die nachfolgende Verbrauchsmessung. Da habe ich die Temperatur noch einmal etwas erhöht auf 6,5 Grad, um den Stromverbrauch zu senken. Wir messen die Dauer eines Zyklus, wo der Regler den Verdampfer bis zur untersten eingestellten Temperaturgrenze runterkühlt, dann den Kompressor ausschaltet. Dadurch erwärmt sich der Verdampfer wieder bis zur obersten Temperaturgrenze und der Regler schaltet den Kompressor wieder ein. Ein neuer Zyklus beginnt. Los geht's und da ein Zyklus über 7,5 Minuten dauert, habe ich das Ganze etwas schneller laufen lassen. Ampere Verbrauch bei alleiniger Nutzung des Kompressors in 24 Stunden, das ist ganz schön viel. Allerdings soll ja bei uns der Kompressor den Absorber nur unterstützen, besonders bei heißen Außentemperaturen, also nicht alleine laufen, sondern nur in Kombination für Kühlung sorgen. Und da sieht der Verbrauch dann schon ganz anders aus, weil der Zyklus fast dreimal so lang ist, werden da nur 20 Ampere verbraucht. Ja, und da hat die Sonne ein leichtes Spiel, die Batterie über das Solarpanel wieder aufzuladen. Und wie schön diese Sonne scheinen kann, ist hier auf dem Stellplatz frühmorgens in Longre, Frankreich zu sehen. Wir sagen auf Wiedersehen, danken fürs Zuschauen, würden uns außerordentlich über ein Abo freuen, damit ihr demnächst wieder hier dabei sein könnt, wenn es heißt Zauberfee fährt Wohnmobil RMB. Bis bald und bleibt gesund!